This is the beginning of meditation. Da haben wir dann recht herzliches Willkommen zu einer weiteren OMSI 2 Folge. Sorry, und zwar sind wir heute mal wieder auf der Ruhrgebiets-Map unterwegs mit dem O305 Gelenkbus mit Soundmod. Also das heißt, wir fahren mal richtig geil mit dem Bus zum Moviepark vom Gladbeck. Also das 188 zum Moviepark. Das heißt, wir steigen erstmal ein. So, Link zum Soundmod werde ich versuchen in die Videobeschreibung einzupacken. Aber was ich nicht in die Videobeschreibung packen werde, ist die AI-List. Für die, also die Variable AI-List für Ruhrgebiet. Vielleicht mache ich doch, ich weiß es nicht, aber wohl eher nicht. Weil die zu finden war echt schwierig und jetzt das normal zu suchen, das ist mir dann zu blöd, aber vielleicht mache ich es doch. Müsst einfach mal gucken, was ihr so findet in der Videobeschreibung und dann... Was ihr auch unbedingt machen könnt, ist den Discord bei mir beitreten. Ganz erster Link oben in der Videobeschreibung. Da erfahrt ihr halt immer so, was gerade abgeht, was nicht. Und ja, ich würde sagen, ich habe das Spiel extra lauter gestellt, weil der Bus ist ziemlich leise. Also, oder ich habe es bei mir bloß richtig leise gestellt. So, Modus an. Gehen in den Drive. Wir sind die Verschleppung. Licht an, das ist wichtig. Licht. Und Innenbeleuchtung. Und durch den Sound-Update ist es natürlich grafisch noch besser geworden als das normale Pack, was man sich bei Steam Workshop kauft. Und ja. Was Teiltischlicht? Schick. Nebelscheinwerfer. Düvelügesperre. Müssen wir auch mal ausprobieren. Wir werden zwei Meter vergessen, aber naja. Fahren wir mal los. Ich weiß noch, als wir hier um die Kurve gefahren sind mit dem Stadtrundfahrtbus. Das war auch geil. Warte, komische Ampel. Der hätte doch eigentlich da auch auf grün sein können. Am besten da gar keine hinpacken, ey. So, dann halten wir mal hier an. Hier sind keine Leute, das heißt, ich habe wahrscheinlich einen Fahrplan verpasst. Und man muss dazu auch sagen, zum Bus, wenn die Leute an der dritten Tür aussteigen wollen, du hast die Freigabe drin, geht das nicht. Das heißt, du musst von selber die rechte Türseite öffnen. Dann geht die von selber auf. Natürlich auch wieder von selber zu. Das ist komisch bei dem Bus. Aber naja. Fahrplan. Müssen wir mal gucken. Nimmer den, würde ich sagen. 43, ja, ersetzen wir. Das bespulen wir ein bisschen vor. Die Anzeige oben kann ich mal dran lassen, weil dann sehe ich nicht, ob ich zu früh oder zu spät bin. 43. Nummer 42. Dann mal Play. Da haben wir keine Loading AI. Und dann schildern wir noch die 188 nach Moviepark. Genau, das ist halt der Trick. Ihr müsst so oft ausprobieren, bis hier irgendwas, bis es euch hier halt passt. Von der Übereinstimmung her. So in etwa. Bastet. Ja, kann man so nehmen.
So, es kommt aber keiner, das heißt, wir fahren dann auch gleich los in ein paar Sekündchen. So. Was ich auch geil finde, ist Folgendes. Geil. So, los geht's. Wir müssen uns mit dem Bus ein bisschen sputen. Das ist Fakt. Huch. Ich weiß noch, was hier mal so ein Container stand hier links. Also direkt neben mir. Das war auch behindert. Da um die Kurve rumzukommen. So, ich hoffe nicht, dass mal in Goetheplatz ein paar Leute einsteigen. Denn sonst ist das scheiße, langweilig. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Moviepark wirklich sonntags zu hat. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil hier keiner eingestiegen ist. Oh, fahr zu. Hier sind keine 30. Oder sind hier 30? Ne, ich glaube nicht. Na, jetzt gibt er Gas, ne? Klar doch. Ich finde die KI auch manchmal richtig komisch. Mal blinken sind, wenn sie abbiegen wollen, mal auch nicht. Ich finde den Blinker-Sound einfach geil. Das Kennzeichen ist auch sehr kreativ, was ich da gewählt habe. Hui. Ich brauche ein bisschen, bis er aus dem Pushen kommt. Also ich habe fast Vollgas gegeben. Fast. Das kann ein Ding werden jetzt hier. Wobei, das passt. Easy. Keine Ahnung, ob ich den Baum jetzt mitgenommen habe oder nicht. Aber ich sage einfach mal nein. Das haben wir definitiv nicht. So, wir haben schon 1,5 Minuten Verspätung. Das ist schlecht. Wir wollen ja keinen schlechten Eindruck machen mit dem alten Bus, ne? Auf jeden Fall nicht. Muss ein bisschen um die Kurve gasen hier. Und es ruckelt wieder. Ist halt um sie. Das seht ihr natürlich mal wieder rechts oben für FPS wir haben. So rund 20 würde ich sagen. Was fährt denn da so langsam rein? Habe ich mich erschrocken, ey. Hilfsfalle brauche ich nicht. Ich denke mal, das ist wohl die einfachste Route, die man sich merken kann. Ja, 3 Leute, das ist ja. Das ist ja echt mager, ist das. Hallo. Das ist so unhöflich. So, da kommt schon mal ein Emma hin. Die A-List funktioniert eigentlich auch ganz einwandfrei, also ohne Auswirkung auf das Spiel, was die FPS-Anzahl, also jetzt mal als Beispiel, betrifft. Ich habe mal eine andere gehabt, die war schlimm. Da ging ganz fast gar nichts. Und da habe ich eine gefunden. Da sage ich, ja. Wo habe ich die Bus gefunden? Deswegen sage ich ja, weiß ich nicht, ob ich das mal finde für euch. Wahrscheinlich die nicht geht, aber naja. Die werde ich wahrscheinlich reinpacken. Extra für euch.
Hallo, mein Fritz. Eine kurze Fahrt. No, kriegst du. Kriegst du 30 Cent wieder. Jo, Mann, danke schön. Jo, aber bitte. Ja, die paar Meter, ey, ne? Die sind noch sehr innovativ, ey. Da brauchst du gar nicht bis ganz vorfahren, ey. Kannst du verarbeiten? No, kriegst du. Etwas zu viel, oder? Ja, ich hab mich verklickt, sorry. Oh Gott, kann auch mal passieren. Ich hab mich verdrückt, besser gesagt. Aber der kommt auch gar nicht so schlecht vom Fleck weg. Also so scheiße ist der Bus auch nicht. Was das Beschleunigen betrifft. So, jetzt wird's nochmal ein bisschen verdruckeln. Aber danach gleich nicht mehr. Das hoffe ich. Und der Nordpark, da kommt Gladbeck, Westbahnhof und danach müsste es sahnemäßig laufen. Auch das ist selten, dass hier mal jemand einsteigt. Auch nur einer. Das ist scheiße. Zack. Das war ein guter Wechsel. Das war ein sehr guter Wechsel. Es dürfen die links abbiegen, das heißt, die von links kommen haben rot. Das heißt, wir können schnell rumfahren. Wir gucken nochmal sicherheitshalber. Okay, einfach rum. Einfach rum. Boah, es ist dunkel hier. Trotz Licht. Hallo. Hallo. Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Dankeschön. Hoch. Komm mal bitte Preisstufe A. Das war noch ein Flex. Und gebastelt. Ja, ich mach das lieber selber, weil dann ist es realistischer. Statt diese komischen scheiß Cheatcodes benutzen, um die Fahrkarte rauszurücken. Jetzt läuft's doch viel besser, oder? Jetzt haben wir so rund 30 PS. Das ist doch super. Nach dem Nachladen natürlich. Mal ein FPS mehr jetzt gehabt. Wow. Das ist schon geil, mit so einem Bus zu fahren. Das muss man mal so sagen. Das ist schon mega. So, fahren wir mal durch. Das ist gut. Da staut sich's. Was ein Assi. Was ein Assi. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, Leute, was soll das jetzt werden? Was sollte das denn jetzt werden? Meine Fresse. Toll, es ist die Zeit, die wir eigentlich rausholen wollten, weg. Wegen so was Billiges, ey. Bing! Wer will raus? Wer will raus? Nicht Raucher. Auch irgendein Dibi.
Hier gibt's auch keine Haltestellenbremse. Ach doch, gibt's. Okay, ich dachte, es gibt keine. Das ist interessant. Ach, die funktioniert nicht. Das ist ja toll. Und dann Verschleppbremse benutzen. Es ist so leise hier vorne, ey. Wangelt. Repaid ist natürlich Festische, also ohne Werbung. Da gibt es noch eins mit Werbung von Volksbank, aber das habe ich mal weggelassen. Huch. Leute, jetzt habe ich gerade eine Blitzidee. Wenn ihr wollt, dass wir mal mit dem Fahrrad vom Oberhof nach Moviepark fahren. Oder einfach nur mit dem Fahrrad fahren. Jetzt nicht unbedingt so eine langweilige Strecke, aber irgendwo halt. Dann schreibt es immer in die Kommentare, auch was für Ideen ihr dabei habt. Hi, hi. Einfach ganz einfach. Na klar doch. Jo Mann, danke schön. Ja, bitte. Warum gebe ich eigentlich einen Zehner raus, ey? Ah ja, jetzt haben wir das Problem, was ich vor uns am Anfang gesagt habe. So, jetzt ein bisschen Gas geben hier. Wollen wir 60 fahren? Lass 60 fahren. Das Ding hat doch 4 Gänge. Sehen Sie an. Die ist keiner. Also weiter. Hier endet, glaube ich, auch eine Linie. Müssen wir mal kurz gucken, was für Ende das ist. Steht nicht da, gut. Jetzt mal so zoomen. Das war genau, das war die 253 nach Zweckelmitte. Beziehungsweise Gelsenkirchen-Bucher Straße. Bächenstraße. Hier sind sogar 80, aha. Was ist denn mit diesem Getriebe los, ey? Meine Fresse, Alter! Wenn die Fahrgäste noch einmal meckern, könnt ihr selbst fahren, ihr Pissgesichter.
Mein Gott. Ist halt wieder typisch OMSI-KI, ne? Fährt einer von alle. Gott, ey. Ja, aber ganz relaxed weiterfahren. Ich meine, was willst du sonst machen, ne? Aber weiterfahren. Als ob nichts gewesen ist. Als ob nichts gewesen ist. Das ist auch ein geiler Name. Kuhberg, ey. Als Straße, als Haltestellenname. Die fahren auch raus, ohne zu gucken, aber naja. Die Straße ist schön schrottig hier. Und dann auch schön drüber heizen, ey. So, jetzt kann man ein bisschen Zeit gut machen. Ey, ich mach das gerne, die Waschanlage. Die Wischwaschanlage, ja. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Stimmt, die sind E30 hoch. Was ist das? Aber beschleunigen. Bremsen. Alter, wie das scheppert. So, Moviepark, Leute, wir sind da. Wie das scheppert. Oh, komm. Fahr zu. Da kommt ein Bus hinter mir. Da ist ein Bus. Da ist ein Bus. Auf der hinter uns weiterfährt. Ich will mal rauszoomen. Das ist eine. Ah ne, der biegt ab, ne? Ah ne, der fährt weiter. Aber der fährt dann, biegt dann hier vorne da ab. Auf jeden Fall ist das so eine Überlandlinie, ja. Ich kann mal hier stehen bleiben. Der müsste eigentlich abbiegen, oder? Ja, da biegt ab. Ich wusste es. Komm, fahr zu. Oh, die Bulente. Die Bulente. Alter, was geht denn da hinten ab? Ja, da ist eine risch fette Party am Laufen. Ah ja, Halloween-Updates. Halloween-Updates. Was staut sich das denn jetzt hier so? Wahrscheinlich wollen sie alle reinfahren, parken, aber haben dann keinen Parkplatz gefunden. Deswegen fahren sie dann alle wieder dort oben raus, wo die Bahnbrücke war. Als Beweismittel zeige ich euch das gern gleich nochmal. Was für ein Stau hinter uns ist. Dein Stau.
Oh, hier muss ich ausholen. Hier muss ich ausholen. Ich glaube, es gab auch noch so eine extra Linie 267 oder so. Das war praktisch so ein Ersatz für die SB16. Die fuhr dann nämlich gar nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber dafür musste man dann halt beim IBIS halt eingeben, SB16, Route so und so. Musste man halt dann praktisch extra hier schildern. Joa. Ja, mit 2 Minuten Verspätung ist okay. Aber ich meine, was willst du jetzt hier machen? Großartig. Funktioniert ja sehr gut. Schau wieder ausholen. Jetzt seht doch mal zu hier. Richtiger Busfahrer. Und Manfred, ich scheiß dich gleich auf dem Dom hoch, Alter. Ja, das ist der Bus. Wieso habe ich den vorhin nicht gesehen? Sollen wir jetzt wirklich warten, bis der weg ist? Weil ich kann den Bus schlecht absenken. Das ist schwierig. Aber wisst ihr was? Für ein geileres Screenshot-Bild fahre ich einmal vorbei. Stell mich daneben. Das ist doch ein geiles Bild. Mal ja mal ein Screenshot. So. Lass mal die Leute mal hier raus. So. Ah ja. Kommen ja hier wieder nicht raus. Oh ja. Türflügelsperre vergessen, ich wusste es. Wenn der Scheißzug jetzt nicht wäre, ne? Ja, was fährt denn hier überhaupt für einen Scheißzug lang, Alter? Hier sind auch mal schönere Züge lang gefahren. Ja, das passt ja auch super. Das passt ja auch super durch, ey. Ey, was habt ihr euch dabei gedacht? Leute, das müsst ihr dringend beheben. Denn das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Kommt jetzt noch ein Zug, oder wie? Egal. Elektrik aus. Den brauchen wir auch nicht mehr. Dann steigen wir mal hier aus. Schildern tun wir jetzt nicht, das bin ich zu faul. Ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, dann lasst natürlich mal gern einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Was haltet ihr von der Idee mit dem Fahrrad? Wie gesagt, in die Kommentare schreiben und mit der Facecam. Ja, das könnt ihr natürlich auch persönlich sagen bei dem auf Discord. Erster Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Boom, 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 boom.